Moin YouTube. Moin. Ja, Twitch. Heute mal eine andere Variante. Wir hatten gestern ja schon ein Video gemacht, aber das ist eigentlich so eher speziell gewesen für, ja, für ERL-Streamer, die im Vorfeld ihre Streams im Prinzip ja, anmarkern beziehungsweise die Einstellungen schon einstellen und so weiter. Heute machen wir mal die Geschichte, wie mache ich das Ganze am besten zu Hause. Dazu habe ich mir hier das ZIP-File schon mal umbenannt in OBS Studio Home. Einmal entpacken das Ganze. Ihr könnt natürlich auch euer normales OBS nehmen, aber ich sag mal so, ich würde ungerne praktisch Systeme anfassen, die funktionieren. Dementsprechend mache ich das jetzt hier im Prinzip mit einer, ja, To-Go-Version mehr oder weniger, die man halt auch auf dem USB-Stick nehmen kann und woanders hinpacken kann. Und deswegen machen wir jetzt hier die Portable-Variante. Nach dem Entpacken haben wir wieder die drei Ordner, genauso wie gestern. Wir organisieren uns wieder aus dem Multi-RTMP-Plugin die beiden anderen Ordner. Steuerung C und dann gehen wir wieder hier rein und machen Steuerung V. Dann wird das Ganze integriert in die ganzen Sachen. Dann gehen wir wieder mal hoch auf den Ordner, wo ich das alles reingelegt habe und nehmen uns die eine Datei, Steuerung C, Portable Mode. Die ist halt wichtig, damit das Ganze auch in dem Portable Mode halt gestartet wird. Dann gehen wir in den Bin-Ordner und gucken nach der OBS-Exe. Ich schicke die mal an den Desktop. Die erweiterten Einstellungen sind an Desktop-Verknüpfung erstellen. Und dann haben wir die Datei praktisch hier zu liegen. Das ist im Prinzip genauso wie gestern. Wir machen das halt ein kleines bisschen anders, aber von der Sache her genauso wie gestern. Einmal anstarten die ganze Geschichte. Dann kommen wieder die typischen Abfragen. Ja, möchten wir optimiert haben für Stream, entweder 30 oder 60 FPS. Wir gehen gleich auf 60 FPS und dann auf weiter. In dem Fall würde ich das jetzt im Prinzip so machen, dass wir das mit den Schlüsseln wieder sein lassen. Gestern haben wir YouTube mit dem OBS verbunden. Heute machen wir das mal etwas anders. Heute machen wir das so, dass wir das generell mit den Daten machen, mit den RTMP-Daten machen. Und ja, dazu gucken wir hier oben in den Docs nach. Wir haben hier wieder das Dock mit der Mehrfachausgabe. Das legen wir uns hier oben wieder rein. Ziehen uns das in die richtige Formation. Und schon können wir von der Sache her loslegen. Einmal in die Einstellungen rein. So wie gestern beim Start will ich jetzt keine Updates, will ich jetzt nicht, dass geprüft wird. Ich mache mir hier wieder die Null rein. Dann gehen wir weiter auf Stream und wählen uns hier YouTube aus und dann sagen wir Stream-Schlüssel verwenden und wir besorgen uns von YouTube den Stream-Schlüssel. Dazu melden wir uns wieder auf YouTube beim YouTube Studio im Prinzip an und besorgen uns den Stream-Schlüssel, kopieren das Ganze einmal und tragen den in unserem OBS ein. Steuerung V ist das Thema von der Sache ja schon erledigt. Einmal übernehmen das Ganze. Dann gehen wir bei Ausgabe hin und sagen, okay, von einfach auf erweitert. Wir brauchen NVENC und stellen das Ganze, ich sag mal so, auf 7680. Dann können wir das Ganze nämlich auch so verwenden für Twitch. Da brauchen wir dann keine weiteren Änderungen mehr machen. Dann gucken wir hier nochmal durch. 320 könnte man hier mal einstellen, übernehmen. So. Die Einstellung können wir erstmal so lassen. Das ist von der Sache her okay. Erweitert
Ganz unten machen wir wieder die drei Haken hier rein, übernehmen. Das gucken wir nochmal durch. 60 FPS hatten wir gesagt. Und wir wollen das Ganze in dem Fall auf 1440p haben mit 60 FPS. Gucken wir nochmal ganz in Ruhe durch. Das ist wichtig, dass da halt im Prinzip nicht jedes Mal halt, wenn es gestartet wird, die Abfrage kommt. Das kann ich dann machen, wenn ich Langeweile habe. So, übernehmen das Ganze, okay. Und hier können wir dann praktisch auf der linken Seite wieder ein neues Ziel hinzufügen. In dem Fall machen wir hier wieder uns Twitch draus. Und besorgen uns bei Twitch wieder die Zugangsdaten. So, wir schauen mal. Ich nehme jetzt hier einfach mal München. Steuerung C. Und dann tragen wir die URL hier oben ein. Und den Schlüssel, den Stream-Schlüssel, besorgen wir uns bei den Einstellungssachen bei Twitch. Das Ganze findet man unter Stream und dann hat man hier oben den Schlüssel. Den nimmt man sich halt in die Zwischenablage und fügt diesen hier einfach ein. Danach, da wir die normalen Grundeinstellungen schon mal so halbwegs für Twitch organisiert haben, können wir das hier im Prinzip alles so lassen. Von OBS übernehmen, die Szenen lassen wir jetzt auch so und die Einstellungen lassen wir jetzt im Prinzip auch so. Wir können hier reinmachen den Haken synchronisieren beim Start von OBS, dann wird alles im Prinzip zeitgleich gestartet und schlussendlich einmal übernehmen und wir haben das Ganze hier drin. Jetzt brauchen wir noch eine Quelle. Ich nehme jetzt einfach mal die RTMP-Quelle, die ja von gestern halt hier noch drauf liegt. Dann legen wir einfach mal neu an. Medienquelle RTMP. Und dann sagen wir nicht lokale Datei, Eingabe. Und dann haben wir das Ganze mehr oder weniger schon gleich drin. Datei schließen. Übernehmen. Okay. Bei euch ist es so, ihr habt dann die jeweilige Kamera hier drin. Oder und euer Overlay und so weiter. So, dann machen wir das Ganze nochmal auf die richtige Größe. Bildschirm anpassen. Und da wir jetzt eh hier gerade dabei sind, machen wir das gleich richtig. Einmal auf die Mitte schließen. Und dann kann man das Ganze auch mit dem Streamerbot halt dementsprechend drehen. Wenn man dort Mitte eingestellt hat, mit den Pfeiltasten einfach so lange hin und her schieben, dass die Zahlen weg sind. Dann ist das auch ordentlich ausgerichtet. Das Schloss rein und das war's. Von der Sache her ist es jetzt so, dadurch, dass wir hier unten das Synchronisieren eingeschaltet haben, können wir im Prinzip jetzt einfach hier auf Stream starten gehen und der Stream wird dann sowohl bei YouTube als auch bei Twitch zeitgleich übertragen. Die Geschichte dabei ist halt, dass man den jeweiligen Streamtitel auf der jeweiligen Plattform dementsprechend halt ändern muss oder im Vorfeld anpassen muss. Die andere Variante, wie ich gestern das beschrieben habe, dann kann man hier praktisch, wenn man YouTube und oder Twitch halt miteinander verknüpft, kann man die Sachen im Vorfeld hier direkt aus OBS bearbeiten. Ich hatte gestern die Variante mit YouTube gezeigt gehabt, wo man halt den Titel und so weiter halt anpassen konnte. Jetzt wird das Ganze halt nur stumpf dorthin gestreamt und man muss entweder im Nachgang oder im Parallelflug halt die Sachen anpassen. Okay, ich hatte gestern schon gesagt, dass man etwas aufpassen muss, wie das Ganze mit der Leistung aussieht. Wir gucken mal unter Docs bei den Statistiken rein. Legen die uns hier unten mal so ein bisschen hin. Und da sehen wir im Prinzip, dass hier oben mit ungefähr 8 MB der Upload ist und hier an der Seite ist der Upload auch ungefähr so bei der Größenordnung. Diese Geschichte hier ist halt so, dass das eigentlich die Daten von hier unten widerspiegelt, aber dummerweise nicht das Gesamte. Das heißt also, auch beim Upload muss man halt dementsprechend aufpassen,
dass man nicht über die Kapazitätsgrenzen seiner Leitung kommt. Und dann sollte man als nächstes auch noch gucken wegen der allgemeinen Auslastung vom Computer, weil auch bei einer 2080 ist jetzt hier schon ziemlich viel los von der Sache her. Wir können ja spaßeshalber nochmal eine Schippe drauflegen und das Ganze mit Kick verbinden. Wir haben bei den Einstellungen auf der linken Seite hier den Streamschlüssel. Den nehmen wir uns in die Zwischenablage, den Link und dann den Streamschlüssel und fügen den in OBS halt ein. Einmal in die Zwischenablage und sagen neues Ziel. Einfügen, Streamschlüssel, organisieren, kopieren, einfügen. Und theoretisch sollte das so ausreichend sein. Jetzt habe ich natürlich hier nicht das Ziel geändert, habe ich vergessen, sorry. Geben wir halt uns noch Kick rein. Geben wir halt noch den Namen Kick rein und dann gehen wir mal auf Starten. Gucken, ob das Ganze funktioniert. Das scheint auch hinzuhauen. Und wir gucken mal, was hier passiert im Hintergrund, ob die Videoencodierung sich noch dolle verändert. Es sieht noch halbwegs gut aus, aber wir liegen hier schon beim Videoencoding schon bei 62%. Und ich denke, ja, mit drei Verbindungen sollte man das Ganze bei der 2080 im Prinzip belassen. Es kommen ja auch noch mehr Sachen halt dazu, ab und an. Dementsprechend würde ich das auch so lassen. Eine kleine Sache noch am Rande. Das ist eine wichtige Sache. Bei Kick geht es halt nicht mit 1440. Hier musste ich halt runterstellen auf 1080. Aber ansonsten sind es dieselben Einstellungen, die ja sonst normalerweise auch benutzt werden. Dementsprechend läuft es jetzt hier auch vernünftig. Ja, und wer im Prinzip noch wissen möchte, wie das Ganze mit dem Re-Streamer funktioniert, der sei gespannt aufs nächste Video. Das werden wir auch noch machen. Das ist im Prinzip auch sehr einfach von der Sache her. Man muss halt bloß irgendwo eine Linux-VM machen. Aber das erkläre ich in dem nächsten Video. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, für die neuen Follower und auch für die vielen Daumen, die nach oben gegangen sind. Und wünsche euch noch einen angenehmen Tag.